Hallo, liebes Team. Hallo, lieber Ludwig. Ludwig, du befindest dich ja in unmittelbarer Nähe von Düsseldorf, in Essen oder Bochum. Hättest auch mal auf einen Kaffee vorbeikommen können, hätte mich gefreut. Also, ich soll heute erzählen, was ich tun würde, wenn es weder finanzielle noch andere Begrenzungen gäbe. Das ist eigentlich ganz einfach. Ich würde das Gleiche tun wie jetzt, nämlich als Fotografin arbeiten. Also fotografieren, aber ich würde vielleicht um die Welt reisen. Ich würde mir vielleicht alle die Orte angucken, die auf meiner Bucketliste stehen. Und ich würde sicherlich auch gerne Workshops geben, um mein Wissen weiterzugeben, um meine Philosophie von dem, was Fotografie ist, in die Welt zu bringen. Das würde ich gerne tun. Also, ich würde gerne reisen, richtig schön weit. Vielleicht würde ich auch gerne mal mit dem Wohnwagen, mit einem schönen, recht komfortablen Wohnwagen Deutschland bereisen, weil ich glaube, ich kenne noch nicht alle schönen Orte, die es hier so gibt. Und ansonsten würde ich sehr gerne am Meer sitzen, ganz lange, ganz viel am Meer sitzen. Das würde mir sehr gut gefallen. Bald sitze ich ja am Meer, weil bald fahre ich nämlich in Urlaub, es ist nicht mehr lange. Ich gehe auch ein kleines wenig auf den Zahnfleisch, weil ich irgendwie mit einer Infektion kämpfe. Gerade erfolgreich, aber ich kämpfe mit ihr und ich bin besorgt, dass ich alles noch fertig bekomme, bevor ich in Urlaub fahre, also die letzten Shootings. Gleich packe ich meine sieben Sachen zusammen und fahre zu einem Kunden in sein Büro, um ihn dort zu porträtieren. Das ist auch mal wieder was anderes, aber auch ganz nett. Okay, Leute, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und bis demnächst. Tschüss. Ich finde nie deinen Knopf, Entschuldigung.